Habe ich das gehofft, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich den Album-Trailer gehört und da war er wieder mit Autotune drin, AZ. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, geht halt in die Richtung, aber ich gucke mal, ob es gut wird oder nicht so. Aber, boah, ich bin richtig geflasht. Was geht ab? Und ihr wisst es, herzlich willkommen bei Rap Talk. Oh. Wir geben uns heute von AZ und Albi Sin City. Albi, sein kleiner Bruder. Leiblicher Bruder, genau. Ja. Weißt du, was Sünde wäre? Oh, jetzt kommt er auf die Tour. Jetzt kommt er auf die Tour. Wenn ihr den Kanal nicht abonniert. So, auf Oh. easy, auf easy. Leichte Kugel schieben. Abonniert den Kanal. Macht mal besser, bevor noch weiter so Sachen kommen. So schlechte Sachen. Oh, der war schlecht, leck mich am Arsch, okay. Ja, komm, bevor wir jetzt irgendwie noch weiter sowas raushauen, lass direkt den Song Los rein. geht's. Oh, ein Golf. Zum Thema Golf, no front, aber die haben den Golf genommen, weil der nicht auffällt. Ist richtig so. Ist genau richtig so. Jeden Tag unterwegs für das Brabus-Emblem, mir egal ob Blut fließt. Voll automatische Uzi, baller durch deinen Anzug von Gucci, gib dir kein Dockern. Schalt einfach drauf, du hörst. Deine Tage gezählt, weil du AZRW willst, komme nach Dortmund und dir Blutbad im Jacuzzi. Was für ein Skandal, ich vertrau keine Maus an meinen Anwalt. Ein Paket, ich verdoppel die Anzahl, beiß mich fest in dein Kopf wie ein Kangal. Nachts betet ihr dazu Gott unterwegs mit dem Stoff und versorgen die Nachbarschaft. Ja, es klingt paradox, doch die Stimme im Kopf sagt Mach. Stimmen im Das ist ein heftiger Part. Bruder, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, da kommt jetzt Soft, Autotune, ganz entspannt, Entspann du dich, Sommerfeeling. schrei nicht so, komm runter, alles cool. Hat mich richtig gefickt. Nee, tatsächlich, ist ein krasser Part. Hat mich richtig gefickt. Richtig gefickt. Geil, geil, geil gerappt, geil gerappt. Sauber gerappt. Abriss. Also das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich stabiler Part, ja. Jetzt bin ich gespannt, was sein Bruder macht. Also ich muss sagen, ich hatte ja schon die Hoffnung, Das ist ein bisschen härterer Song. als ich gehört habe, was Suna als letztes rausgebracht hat, dass er da auch schon so den Weg weggegangen ist von Autotune, habe ich das gehofft. Aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich den Albumtrailer gehört und da war er wieder mit Autotune drin, AZ. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, geht halt in die Richtung, aber ich gucke mal, ob es gut wird oder nicht so. Aber boah, ich bin richtig geflasht. Nee, es ist ein Ich wirklich bin fetter richtig Part. geflasht. Boah. Komm, lass die Hook hören. Los. Im Kopf, Walla. Kein Plan, sollen sie doch kommen, Walla. Kein Tag in meinem Block, Walla. Vergeht ohne die Cops, Walla. Die haben sich aber auch so einen richtigen Ochsen da ins Video gestellt, ne? Leck mich am Arsch, hat der Pakete. Wuff. Junge, 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 Junge. Einschüchternd. Nein, aber es ist jetzt eine Autotune-Hook. Ja. Willst du was dazu sagen oder soll ich erst was dazu sagen zu Ich der Autotune? rede, ich überlege noch. Rede, 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 red du mal, red du mal. Interessiert mich nicht, red du Mein Name sehe du, ich habe mal. Redebedarf. Erzähl. Ja, und ist mir scheißegal, ob es diese Themen schon gab. So.
Hätte ich keinen Redebedarf, würde ich kein YouTube machen. Uff. So. Ich finde das gut mit der Autotune-Hook, weil es so mit Gegensätzen spielt. So dieses Sin City, was eher so reingeschrien ist, dann mit Autotune. Mhm. Das ist so ein Gegensatz, auch zum Part von ihm. Aber trotzdem holt es dich so aus dem alten AZ-Sound so ab. Finde ich gar nicht verkehrt. Nee, tatsächlich ist nicht verkehrt. Gut, ich vibe halt nicht wirklich so mit dieser, generell diese KMN-Geschichte. Es gibt ja viele, die da halt komplett drauf hängen geblieben sind. Macht, kein Thema. Es ist halt nicht unbedingt meins. Ich fand den Part geil. Die Hook hat das für mich persönlich ein bisschen gedämpft. Aber es ist nicht unhörbar. Also es ist immer noch ein stabiler Part. Beziehungsweise auch eine stabile Hook. So. Es macht das nicht komplett unhörbar, sodass ich sage von wegen, Schmutz, weg damit. Nein, nein, das will ich damit nicht sagen. Ich persönlich finde einfach nur, dass das mit einer normalen Hook vielleicht besser gelaufen wäre. Ich glaube, das haben die schon bewusst so gewählt, auch das als erste Single rauszuhauen. Klar, haben sie so, das bewusst gewählt. Ich finde, ja, aber auch bewusst jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt bewusst Autotune dafür und nicht wir nehmen Autotune, weil wir oft schon Autotune genommen haben, sondern so bewusst wegen diesem Gegensatz. Möglich. Und um diesen Kreis zu schließen, weißt du, was ich meine? Ich finde den Song gut. Ich finde den Song gut. Aber ich muss auch sagen, ich fand KMN auch nie irgendwie schlecht. So, nee, schlecht waren sie auf keinen Fall. Es war so eine Phase, wo es mir dann auch irgendwann so zu viel wurde. Genau. Aber das ist ja generell eigentlich immer, wenn so ein extremer Stil sehr lange präsent ist. So, irgendwann will man mal was Neues hören. Und fand ich jetzt auch generell eigentlich nicht so, was da. Ich weiß, es gibt viele Leute, die haben so einen Hass auf KMN gehabt. Ja. Aber ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, KMN sind das neue Agro Berlin. So, also da gab es halt so beide Lager, ne? Ja. Ja, wobei auch gerade so diese Erfolgsgeschichte schon so an Agro erinnert, muss man sagen. So, die kommen aus dem Nichts, zack, sind die da, so ein Hit kommt nach dem anderen, so. Das erinnert schon daran. Ja, die haben halt einen kompletten Sommer dominiert eine Zeit lang, haben den Sound einfach weitergezogen. Deswegen liebst oder hasst es einfach. Es ist halt so, entweder du hast es halt komplett gehasst so, du konntest es gar nicht hören, Müllschmutz, oder du warst halt komplett in einem Film. Ja. Aber da musst du dich halt auch irgendwie eintauchen. Also ich muss sagen, die machen ja keine schlechte Musik so. Es ist halt einfach nur, entweder es trifft einen Geschmack oder es trifft ihn halt nicht. Meins war es nie wirklich so auf kompletter Basis, aber nee, doch, also es klingt schon fett. Wobei ich halt auch sagen muss, ich fand AZ von den Leuten bei KMN immer am besten. Fand ich persönlich. Und ich finde es jetzt halt wirklich noch besser, dass er jetzt diesen Film fährt. Wenn er weiter so rappt, ja. Auch vor allem jetzt diesen Film fährt und nicht nochmal ein Autotune-Album bringt. So, weißt du, was ich meine? Ich bin gespannt auf Albis Part. Los geht's. Ich hab Kilos gefahren, jeden Tag über Grenze mit Stoff. Meine Mama hat Tüten getragen, mir jeden Tag was zu essen gekocht. Stimmen im Kopf, bete, bitte vergebe mir Gott. Oft griff ich zu Henker und Koch, gar nichts bekommen, alles genommen, Batzen verdient. Luxuskarossen bezahlbar durch Amphetamin, eine Kavallerie. Steht hinter mir, wie du siehst, fuck die Police. Leben undercover, brauch kein Halten und lieber Wasser. Mein Kokain in der Hasewattenkammer, sag lieber Gott hat mir Vater verziehen. Boah. Dafür, dass er jetzt so frisch kommt. Ja. Kann man nichts zu sagen. Also es ist wirklich das fette Part. Beide Parts sind wirklich fett, also wirklich fett. Ja, bei dir ist das Problem, dir gefällt die Hook nicht so, ne? Muss ich häufiger hören, vielleicht kommt. Hörst du jetzt auch nochmal? So, hey, schau an. Nein, wenn ich es tatsächlich, also ich mache das immer davon abhängig, ob ich ein Auto, also ob ich mir vorstellen kann, ein Lied im Auto erstmal zu pumpen. Das ist schon so die halbe Miete. Wenn es mir dann im Auto gefällt, hat das Song gewonnen. Aber ich kann es halt nicht sofort sagen, so, weißt du? Das ist das Ding. Die Hook muss ich tatsächlich noch ein paar Mal öfter hören und auch noch
weißt du, nicht dieses hören, stoppen, sondern in einem Zug. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dann wirkt das vielleicht auch nochmal ganz anders auf mich. Aber, also die Parts finde ich beide wirklich, also wirklich geil. Wirklich, wirklich richtig geil. Aber ja. Hook, wie gesagt, muss ich noch häufiger hören. Es klingt auf jeden Fall nicht schlecht und ich verstehe auch deinen Punkt von wegen, wie du gesagt hast, mit dem, vielleicht versuchen die dann einfach nur so, weißt du, so dieses, weißt du, stilmitteltechnisch das genau anders nochmal zu machen, damit der Abstand oder die Diskrepanz zwischen den beiden Teilen nochmal deutlicher wird, um damit halt diesen Effekt zu erzeugen. Kann gut sein, ja. Ich finde den Song auf jeden Fall extrem stark. Ich feiere den extrem. Und deswegen ist er in der Spotify-Playlist, die unten in der Videobeschreibung ist. So. Was auch unten ist, ist die Kommentarbox, wo ihr eure Meinung zu dem Song, beziehungsweise auch generell mal zu dem ersten Part, den Albi hier gedroppt hat, mal ebenso. Also den ich jetzt tatsächlich auch das erste Mal gehört habe. Gibt ja bestimmt. Ich glaube, da gab es schon mal was. Aber ich bin mir nicht sicher. So, das könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, genauso wie eure Meinung. So. Genau. Und wir geben uns jetzt nochmal die Hook. Genau. Ja. Ach, halt die Fresse. Stimmen im Kopf, Walla. Kein Plan, sollen sie doch kommen, Walla. Kein Tag in meinem Block, Walla. Vergeht ohne die Cops, Walla. Stimmen im Kopf. Doch, zum Ende hin muss ich sagen, die Hook hat doch noch was. Also so, doch. Ich werde es im Auto pumpen und ich glaube, ich werde es auch gerne im Auto pumpen. So, Punkt. Punkt. Zum Ende hin haben sie mich nochmal überzeugt. So, und haben sie mich nochmal überzeugt, auf jeden Fall. Ja, also ich finde, wie gesagt, Song. Ich bleibe dabei, es ist halt echt, ist echt ein Brett geworden. Und wenn das Album so wird wie dieser Song, dann werde ich auch das Album pumpen. So. Genau. Genau. So, jetzt reicht's aber. So, jetzt reicht's. Checkt die Videos über uns ab. Und wenn ihr das getan habt, sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Jeden Tag. Ja. Wie einfach jeden Auf Wiedersehen. Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Macht's gut.